Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir sind immer noch dabei, auf Dom zu warten. Der hat noch eine kleine Überraschung für uns. Der braucht nämlich sehr lange. In der letzten Folge haben wir ihn ja kennengelernt. Ja, wenn du dich ein bisschen beeilen würdest, dann könnte es auch schneller werden. Diesmal keine Verfolgung, das war nämlich der Fehler im letzten Part. Okay, last one down the mountain buys the protein shakes. Ja, Vereinrennen gegen Dom. Leckst du? Leck mich doch am Arsch, du Arsch, ey! Du Pisser! Ja. Ach, das ist nicht wahr. Ja, das war's. Ja, es. Wie soll ich das Rennen noch schaffen? Der erst schießt der uns natürlich runter. Jetzt sag mir bitte nicht, ich soll wieder alles. Okay, last one down the mountain buys the protein shakes. Sie konzentrieren jetzt gerade. Was ist das für ein Rennen, ey? Ja, fuck you, ey. Okay, last one down the mountain buys the protein shakes. Ach, meine Fresse, du fährst natürlich nicht runter, ne? Eine Rennstrecke, ey. Wer hat die Kacke eigentlich erfunden? Wohin will der denn überhaupt mit uns? Was ist das vor allem für ein Typ? Warte, war schon sie. Ja, genau. Alter, das war mir so klar. Ich fall runter von dem Scheißsprung oder was? Was ist das denn? Okay, last one. Letzter Versuch. Ich hab keinen Bock auf die Kacke, weißt du? Ja, das war mir, wenn überhaupt, war mir klar. Dann biegt er einfach mal kurz mit rechts. Komm, überspringen wir die Kacke. Ja, natürlich überspringen wir den. Komm. Ich mach jetzt 10.000 Mal dasselbe zu machen. Den haben wir ja schon gehabt, den Teil. Den kriegen wir noch. Monster jump coming at ya. Oh, break, 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 break. Oh, we got a hole in the road. Der fehlt einfach das Tier da. Was soll man das war? Ein Kojote oder was?
Fick dich, Dom. Also, wir haben es geschafft. Yeah, I damn it killed myself. And you wasn't even pushing it. Whatever, bro. I know this bike. I know this body. I was operating at the perimeter of my parameters. And you were being reckless. And now you're having a whinge. A what? Listen, meet me by the airport when you're grown up here, all right? Ja. Kalkuliertes Risiko. Alter, warte, Kacke. Keine Maschine. Ist mir klar. Ich habe alles verkackt. Bis heute noch. Genau, wir wollten eigentlich die Karren haben. Kann ich die nicht eigentlich kaufen? War ich ein anderer Plan. Warte mal, jetzt muss ich. Ist kurz. Ja, wir hatten jetzt die ganzen falschen Sprünge hier. Wir haben 13 Stück, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube nicht, dass wir die machen. So, was haben wir dann als nächstes? Wie gesagt, wir müssen noch die Gauntlets holen. Die Autos brauchen wir noch. Was eine Scheiße. So, machen wir hier runter. Plop, plop, plop. Und wieder auf die Straße zurück. Ich mach drin mal wieder. Nimm das Bike. So. So, wir müssen zurück eigentlich. Warte mal, ich muss mal nehmen. Am besten mitten auf der Autobahn, ja. So, wir machen das jetzt anders. Wir gucken jetzt gerade mal wegen den Mails. Wir brauchen nämlich immer noch. Stückes Parkhaus. Nur Geschäft in Rockford Hills. Ich gucke erstmal wegen dem Parkhaus. Ist einfacher. Wir müssen nämlich anfangen, die Autos zu besorgen. Also diese vierspurige Straße mit dem Knubbel und dann rechts daneben. So, vierspurige Straße mit dem Knubbel in der Mitte. Warte mal. Das müsste. Moment. Vierspurige Straße, Moment. Das ist doch. So ein Viereck in der Mitte, wenn ich es richtig gesehen habe. Wenn das überhaupt richtig ist, was ich meine. Wenn das nicht überhaupt hier so eine Warnstrecke oder was da wieder ist. Kommt von oben eigentlich nach unten. Die Frage ist, wo ist denn die? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Kann ich die Karre nicht einfach, wie gesagt, kaufen? Das wäre auch eine Idee. Einfach die vier Autos zu kaufen. Oh. Ich muss noch Pillbox wählen, ne? Das müsste ja hier irgendwo sein. Warte mal. Was ist denn das? Cypress Flats, La Mesa, Mirror Park, Alta, Vinewood, Rockford Hills, Little Soul, La Puerta. Warte mal, wo war das denn? Pillbox Hill. Irgendwo. Andrea. Rita Heitz. Wo war denn Pillbox? Wo war das denn? Ich könnte hier sein, ne? Little Soul. Ne, Soul ist es nicht. Pillbox Hill. Das ist hier. Die Ecke. Irgendwas ist. Das müsste hier irgendwo das Parkhaus sein. Ich vermute, dass es dieses Parkhaus ist. Gut. Jetzt will auch mal das Fernseher sich noch ausschalten.
Alter, wir haben echt. Ja, eine Folge, wo einfach gar nichts funktioniert. Dann haben wir dann mal eine Fahrfolge. Ist das einfach so. Wir holen uns das erste Auto. Dann machen wir mal Feierabend. Die anderen drei holen wir dann in einer anderen Folge. So. Okay, dann haben wir jetzt noch einen kleinen Weg von 8, noch irgendwas Kilometern. Ein Taxi wäre schön. Würde es folgen. That's my car. The pink peyote. Somebody stop him. Ah, jetzt kommt natürlich wieder irgendwas dazwischen. Das war mir von Anfang an eigentlich klar. Bringe ich der Mühle der alten die Karre noch wieder. Es läuft heute nicht. Es läuft heute nicht. Naja, wird immer sein. Und hier so. So, jetzt telefoniert die alte wahrscheinlich mit ihrer Versicherung. Ja, da muss hier kommt noch jemand. So, bitte schön. Well, at least it's not completely ruined. Thank you. Wir kriegen nichts dafür, alles klar. Nicht mal die Handynummer oder sonst irgendwas, aber dafür glaube ich mir jetzt die Karre von der. Also nicht verlieren wir ihren. Soll von irgendwem hier einfach mal, mir ist so scheißegal, von wem jetzt gerade einfach. Was willst du jetzt von mir? Hör auf mit der Kinderscheiße, Alter. Ich hab keinen Bock auf den Typen, wenn ich ehrlich bin. Ich treff den nicht. Der geht mir so auf den Sack mit seinem scheiß Rennen. Nicht eben in der letzten Folge. Meine Fresse. Aber ja, eigentlich wollten wir ja alles machen an den Missionen. Und nicht nur Story. Fahren wir wieder zurück. Der Motorrad ist natürlich nicht mehr da. Hier oben ist der Militärstützpunkt. Da müssen wir nicht unbedingt rein. Das würden wir wahrscheinlich auch nicht überleben. Deswegen lassen wir das auch mal ganz schön sein. Ich kenne mich sofort 4 Sterne und die Armee an der Backe. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu. Naja, gut, dann fahren wir, wie gesagt, das erste Auto holen. Ja. Haben wir sehen, was zu tun diesmal für den Überfall. Ist ja auch der letzte und meiner Meinung nach, glaube ich, gut. Ist ja nicht so klar. Warum die direkt sterben, wenn die nur wenn den ein bisschen andütscht? Da fährst du wirklich nur so 2 km/h an die ran und die sterben sofort. Entschuldigung. Naja. Gut, 4,5 Kilometer noch. Wir machen, wie gesagt, jetzt gerade wieder ein bisschen Hauptstory. Das eine war jetzt eine Nebenmission mit Franklin. Also das erste war eine Hauptstory, tatsächlich Mission. Die war ja der mit Michael der Polizeiwagen. Dann mit Franklin noch eine Nebenmission gemacht. Ja, es gibt schon ziemlich viele schräge Charaktere in GTA, das stimmt wohl. So, dann sind wir schon wieder fast in der Innenstadt wieder. Wir müssen das Parkhaus suchen, da müssen wir die Karre holen.
Da muss da nämlich ein Gauntlet drin stehen. Dieser Muscle Cars. Die müssen wir dann auf jeden Fall tunen. Wir haben ja genug Kohle. Wir müssten eigentlich genug Geld haben. Wir haben ja noch 546.000, okay. Aber ich hoffe, wir kriegen hier alles bezahlt. Das wär, jetzt blöd, wenn wir natürlich unsere komplette Kohle ausgeben müssten. Aber in erster Linie muss ich mal das Auto, das Parkhaus suchen. Also irgendwo da oben muss das Auto drin stehen. So. Dann fahren wir jetzt mal nach Pilboxel. Also nicht gleich. Ups. Frage ist, wo ist das Parkhaus? Vor uns ist die Baustelle. Sind wir schon im Pillbox hier? Eigentlich, also ich vermute, dass es hier das irgendwie ist. Das ist das Hotel. Irgendwo muss ja hier ein Parkhaus sein. Wo angeblich das Auto steht. Oder steht das hier drin in der Garage? Im Tiefgarage im Moment. Da kommen wir nicht rein, okay. Da kommen wir überhaupt nicht rein. So, die Frage ist. Sind wir überhaupt richtig? So, wo exakt steht das Auto? E-Mail. Autostandorte. Kann ich das nicht größer machen, das Bild? Geht nicht, ne? Also, da müssen zwei Spuren und da muss dieser Streifen durch sein. Okay. Daneben muss das sein. Also Parallelspur und da muss ein Streifen, ein dünner Streifen durch sein. Das müsste, Moment, hier irgendwo sein. Wo könnte das denn sein? Das ist hier. Das Parkhaus ist das. Das ist das, was wir auf dem Bild gesehen haben. Okay, dann habe ich das zumindest gefunden. Ich muss mich gerade ein bisschen näher ransetzen. Weil ich dann quasi auch ein bisschen besser in die E-Mail sehen kann. Wie gesagt, ich zocke nicht über den PC, sondern ich zocke über ein TV-Gerät. So, das könnte also muss das Parkhaus das hier sein. Und hier unten muss das Auto drin stehen. Warte mal, die Frage ist, wo? Ich vermute, dass es oben steht. So, wir gehen mal noch eine höher, weil ich glaube, hier finden wir es nicht. Das ist eine Viper, hier finden wir sie auch nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, das Auto steht oben auf dem obersten Stockwerk. Also das hier ist auf jeden Fall das Parkhaus, was wir suchen müssten. Die Cops habe ich ja natürlich jetzt auch keinen Bock drauf. Ich fürchte nämlich, wenn wir gleich das Auto klauen, dass wir nur Cops noch gerade Backe haben. Hier ist auch keins. Und da steht das Auto, oder? Ist das die Karre? Müsste sein, ne? Ja, es ist einer. Moment, ich muss mich gerade wieder richtig hinsetzen. Das mache ich jetzt auch gerade mal. So. Jetzt müssen wir die Karre finden. So, jetzt müssen wir die Karre markieren. Wir müssen das Fluchtfahrzeug zu Los Santos Customs bringen. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt um?
ich das jetzt hier ohne. Ich mach das jetzt. Oh, nee, ich weiß gar nicht, was ich riskieren soll jetzt. Komm. Ja. Okay. Wir müssen. Dann weiß ich aber, was das für ein Auto jetzt ist. Eigentlich müssen wir damit locker aufkommen können. Komm. So, wir brauchen die Mühle nur gerade aufkommen zu lassen. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Ich hoffe, dass das... Oh, oh, ich glaube, wir waren nicht schnell genug. Ich glaube, wir landen genau auf dem Scheißhaus danach. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe so eine blöde Vermutung, wir waren nicht schnell genug. Ich glaube, wir landen genau auf diesem Scheißhaus danach. Oder irgendwo da auf so einer scheiß Kante. Ja, genau das, was ich vermutet hatte. Reicht das, reicht das, reicht das, um das vernünftig zu landen? Saubere Landung geht. Geht anders, aber wir sind unten. Scheiß auf die Fest links. Hauptsache, wir haben das Auto unten. Yay, wir haben den ersten Teil geschafft. Ich glaube, wir brauchen drei, glaube ich, brauchen wir noch, ne? Und zwei noch insgesamt. Jetzt, danach. Die machen wir dann aber auf jeden Fall auch im nächsten Part. Dann als erstmal mache ich das Auto hier noch fertig und dann sind wir soweit durch. Hey. Fahren wir das Auto jetzt noch schnell durchs Customs, bringen das Auto zum Ablieferungsort. Und dann haben wir auch schon wieder eine etwas längere Folge zu Ende. So. Servus. Like it never happened. Wir zahlen es natürlich komplett auf unsere Kosten. Panzerung. Matt und Sekundärfarbe. Rot. Ja, dann haben wir das auch soweit. Gut. Dann holen wir das Auto jetzt noch sicher ab. Und dann haben wir das auch soweit durch für heute. Lasse das Fluchtfahrzeug in der Garage, das machen wir doch auch. So. Wir standen. Gauntlet! Wenn ich ein Kratzer, gut, wir haben es nicht geschafft, alle. Aber, naja, immerhin. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann holen wir uns die anderen beiden Autos. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. Halt, Moment, einer ruft von letzter noch. First of the UD gauntlet is modded and in the lockup. Thanks for letting me know. Gut. Jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.